Katzenklappe. Die Katzenklappe ist ein heißes Thema. Denn auf der einen Seite beschert es unseren Katzen, und da freue ich mich dann auch immer drüber, das Selbstbewusstsein bzw. die Selbstentscheidung, will ich da raus oder will ich da rein? Ich bin natürlich, der mich kennt, immer für gesicherten Freigang, das heißt eine Katzenklappe in einem gesicherten Innenhof, in einem gesicherten Garten, das ist für mich richtige Freiheit, und es bedeutet auch Obhut für unsere kleinen Lebewesen, für unsere kleinen Zwetschgen. So, das bedeutet auch zum Beispiel manchmal bei der Katzenklappe, wenn wir sie einbauen lassen, wenn es Probleme gibt und wir haben einen Raum, wo zum Beispiel der Hund nicht rein sollte oder die anderen Katzen nicht, kann man auch Katzenklappen einbauen. Nur jetzt haben wir tatsächlich oft das Thema, dass die Katze nicht durch die Katzenklappe will. Und dann frage ich ja ganz oft nach, warum, was ist denn schon passiert? Und immer wieder höre ich, ich habe versucht, natürlich die Katze durch die Katzenklappe zu katapultieren. Die Katzen spreizen sich auf, man drückt, man drängt, man zieht von der anderen Seite, zwei Menschen rupfen die Katze sozusagen auseinander und es funktioniert nicht. Oder vielleicht hat es funktioniert und das Geräusch der Katzenklappe ist unangenehm für die Tiere. Das heißt, hier wichtig, Katzenklappe ist total super. Es gibt wirklich verschiedene Katzenklappen in den Sofachhandelgeschäften. Hier auch das richtige Modell aussuchen, ob das Mikro gechippt ist, was am besten ist, weil dann kommen natürlich auch andere Katzen nicht rein. Oder ob das eine Tür ist, wo ich auf- und zumachen kann, also auch manuell einstellen kann. Das bleibt ganz offen. Katzenklappe finde ich toll, aber unbedingt Katzenklappentraining machen. Und da kommen wir dann zum Trainingsplan. So, in diesem Sinne, ciao, eure Petra.